Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mickey Blue findet nice Scheiße oder wieder nice Scheiße für euch. Und zwar die letzte Variante, um richtig schnell Kohle und RP zu machen diese Woche, denn morgen ist schon Donnerstag. Oder wollt ihr lieber richtig fette Solo-Anne mit Money Glitches und mehr, meist als erster Deutscher von mir gezeigt, ohne Werbung, Intro, Outro, dummes Rumgelaber oder Gestrecke, direkt zur Sache perfekt erklärt, dann Mitglied werden auf MB Glitching. Für die legale und coole, schnelle Variante müsst ihr Rückführung gesasquatched starten von Simon, doppelt RP und doppelt Kohle zurzeit. Ihr müsst das Ding natürlich auf schwer starten und könnt es solo starten. Sobald ihr im Job drin seid, würde ich euch empfehlen, über Interaktionsmenü Fahrzeuge, Luftfahrzeuge, euch einen Helikopter zu bestellen, und zwar den Buzzard-Heli. Ihr könnt das natürlich auch mit der Hydra machen, aber der Buzzard-Heli müsste dann von euch vorher mal bei Pegasus bestellt worden sein oder geklaut worden sein und in euren Hangar gestellt werden, damit ihr den über Luftfahrzeuge bestellen könnt. Habt ihr den bestellt, schnappt ihr euch den, fliegt kurz hier hin zum Sasquatch und dann einmal kurz einsteigen, dann startet die Mission und wieder aussteigen, denn normalerweise müsstet ihr jetzt hier mit diesem fetten Monster Truck die ganzen Fahrzeuge platt fahren. Das sind sehr viele Fahrzeuge, deswegen geht die Mission eigentlich auch ein bisschen länger, aber da ihr jetzt hier den nice scheiß Buzzard-Heli habt, fliegt ihr einfach mit dem Buzzard zu jedem Ort des Geschehens und ballert die ganzen Fahrzeuge einfach ab. Super easy, super einfach, unendlich Schuss, kostet kein Geld und dann einfach jedes Fahrzeug abballern. Ich glaube, wenn ihr erstmal alle Roten gekillt habt, auch hier so die nice scheiß Lowrider und einen in der Garage, dann kommen nochmal ein paar und wenn ihr die abgeballert habt, müsst ihr wieder zurück hier zum Sasquatch, den ihr ja hier noch im Flussbett stehen habt quasi, und wenn ihr wieder einsteigt, steht da, bring ihn zum Dock, und dann fahrt ihr natürlich zu den Docks und dann einfach abliefern, dann bekommt ihr im Ruckzuckverfahren, super easy, super einfach, ohne selbst irgendwie von Bullen genervt worden zu sein oder Kohle zu verballern, kriegt ihr knapp 40.000 GTA-Dollar nochmal, knapp 7.000 RP, ohne euch bin ich nichts, nur zusammen sind wir Mickey Blue.